So, hier bin ich. Und jetzt werde ich nochmal einsteigen. Hier habe ich schon ein bisschen dreckig gemacht. Die sind irgendwie, finde ich, ein bisschen rutschig. Diese Fußmatten sind hier nicht drin. Fand ich eben, als ich mit feuchten Schuhen eingestiegen bin, fand ich die ein bisschen rutschig. Muss man aufpassen. Vielleicht gibt es da ja Zubehör zu. Und mal die Tür zugemacht, damit es hier nicht so laut ist. Die anderen Autos sind ja alle fürchterlich laut, weil die ja nicht elektrisch sind. Und hier habe ich den Schlüssel. Der lässt sich übrigens leider nicht einklappen. Finde ich sehr, sehr schade. Weil gerade Handwerker, wenn die einen Schlüssel in ihre Tasche tun, ist es, glaube ich, sehr sinnvoll, wenn der jetzt hier wegklappbar wäre. Das wäre klasse. Vielleicht ist er so stabiler. Ich weiß es nicht. Aber ich hätte den auf jeden Fall zum Wegklappen gemacht. So, dann werde ich hier mal das Mäusekino anstellen. Das ist jetzt erstmal nur die Zündung. Ach, Musik gleich wieder, aber ich habe hier eine Taste, da kann ich gleich stumm schalten, wunderbar. Und hier ist das TomTom. Jetzt muss ich mal gucken. I agree. Das mache ich jetzt also alles hier über die Fernbedienung. Ja? Und hier habe ich die Route. Wie man sieht, bin ich hier sehr schön am Meer. Ja, Remote Control Connected. Also der muss ich erstmal connecten. Hat aber eben schon angenommen. So, dann kann ich die hier wieder reintun. Dass die auch nicht verloren geht und rumfliegt. Hat die also ihren festen Platz. Finde ich auch okay. So, und dann kann ich ihn ja nochmal starten. Das heißt also, go! Ja, das ist also dieser kleine grüne, der mir sagt, jetzt sind wir wirklich an, jetzt können wir wirklich los. Hier ist noch Französisch eingestellt, Moyen, ist also so im Mittel 13,8 Kilometer die Stunde. Sinkend, weil ich stehe ja gerade. Man kann hier mal einmal durchklicken durch das Menü, dass man das mal sieht. Die Distance sind 2 Kilometer. Die Autonomie sind 106, das ist wahrscheinlich die Reichweite. Ich bin nicht so firm im Französischen. Instantané, also die Aufnahme wahrscheinlich. Bräuchte jetzt ein Wörterbuch. Dann habe ich auch in durchschnittlich 12,5 Kilowattstunden auf 100. Ich bin gerade losgefahren, ja. Und ja, die jetzige Aufnahme ist 0. Insgesamt wahrscheinlich die 246. Bin gerade 2 Kilometer gefahren und bin jetzt hier gleich schön an den Strand gefahren. Und 9.21 Uhr, 1081 Kilometer, also ein ganz neues Auto hier, nur ein bisschen rumgefahren. Ja, das. Ah, Programm Komfort. Vielleicht ist das irgendwas, das. Ja, zu programmierendes Komfortprogramm. Ja. So, hier links ist nochmal die Batterieanzeige. Die finde ich sehr, sehr groß. Aber. Okay, kann man dann nicht übersehen. Vielleicht auch absichtlich gemacht. Und hier rechts das Rundinstrument. Das zeigt oben den Verbrauch an. Das heißt, in der Mitte ist neutral. Nach links rekuperiere ich. Und nach rechts ist es dann klar, wenn es ins Rote geht, verbrauche ich sehr, sehr viel. Und hier ist auch eben die Anzeige, in welchem Gang bin ich gerade. Ja. Jo, was haben wir noch? Hier in der Mittelkonsole die normalen, üblichen Klimaanlage und so weiter und so fort. Hier ein sehr, sehr einfaches Radio, aber ich denke mal für den Geschäftsbetrieb eines Handwerksbetriebes völlig ausreichend. Den Sound habe ich mir noch nicht angehört, weil, wie gesagt, wenn ich Auto fahre, dann kein Radio. Hier ist ganz simpel gehalten auch die Einstellung für die Seitenspiegel, Rückspiegel haben wir ja nicht, habe ich schon gesagt. Elektrische Fensterheber. Ja, und das war's schon mal erstmal. Ich fahre jetzt mal eine Runde weiter und gucke, wie er sich so fährt. Und werde euch dann auf meinem Blog berichten.